Fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt meinerseits. Und zwar, wie ihr es sehen könnt am Titelbildschirm, Have a Nice Day. Sinatese. Ja, start das Spiel. Textsprache natürlich Deutsch. Ja, mal gucken. Ah, kann man machen. Wut einsetzen, printen. Okay, aber wird wahrscheinlich noch alles erklärt. Ist doch ein ganz geiles Zwischenprojekt. Ganz geiles Zwischenprojekt, hatte ich mir das gedacht. Und das ist doch eigentlich ganz schön. Denke ich mal. Vom Ziel her hat es mich halt sehr angesprochen. Mal gucken. Das war auf jeden Fall sehr niedlich. So. Für lange, lange Zeit hat der Tod alleine gearbeitet, ohne ein Zuhause. Damals hat er nicht einmal ein Protokoll über seine Opfer geführt. Es war eine Zeit der Abenteuer, wo die Linie zwischen Leidenschaft und Beruf ziemlich dünn war. All dies änderte sich, als der Tod auf Jakob traf und sie erkannten, dass sie eine Heimat für diese Schmieden benötigen. Dann mussten sie mit der Macht des Umgangs eine Handvoll gespenstischer Arbeiter abbauen und die Firma setzt sich in der Gruft ein in verlassene Kathedrale. Irgendwo in Europa nieder. Natürlich ist er dort in Europa. Nee. Nee. Ah, das sieht mal sehr putzig aus. Du kannst dir das nicht einfach so aussuchen. Wir haben eine wohl etablierte Vorgehensweise, was du tun musst. Ist, oh, der CEO für sich. Was gesagt jetzt Leitung, Sir. Hier ist die Hölle los, Brad. Hat alle Seelen ohne angemessene Inspektion hereingelassen. Alle unsere Abteilungen sind überfordert, genau wie ich. Also, Abteilungen sind überfordert, genau wie ich. Stell dich mal mit deinen Kollegen den Plagegeistern für dieses Chaos verabschieden. Willkommen zurück, Mr. CEO. Wir wünschen dir einen schönen Tod. So. Ah, das. Nein.
So. Ah, das war. Okay. Kann sich also. Okay. Ah, man hat einen. Hey, Boss, bereit aufzuräumen? Verstopft aber nicht alle. Nicht irgendwas ist. Ne? Wirklich. Bereit fürs Aufwärmen? Ich will die Knochen knacken hören. Zack, zack! Was für Aufräumen? Wozu habe ich halt meine seine Lakaien? Lass uns die Gehalten aus den Munken beginnen. Hopp, hopp, der Keks im Vorsprung ist. Okay. Sogar ein Doppelsprung. Einmal durchdashen. Ja, Tempo. Zack. Oh, das ist gut. Passen Sie mit. Oh ja. Yeah. Jump, 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 jump. Das ist recht niedlich. Okay, das kennt man ja. Auf geht's in den VIP-Raum. Oh, wir sind VIP. Springen auf die Gänge irgendwo. Zack. Was für ein perfekter Sprung. Hast du gesehen? Nicht mal gleich gekriegt. Wow. So, freche Hände. Das ist wirklich wichtig, Chef. Du hast überall deinen Def in Seelmark finden, hebe es auf und deine Währung. Ah, ich muss zerschnitzeln, okay. Ich hab's vergessen. Du liebst Geld. Ah, tue ich das. Komm schon, zerschmettere diese Scheißseele und hol dir deine Waffe und die werden deine Unken sofort draufgewirkt. So, formal den Umhang erst fast so geschmeidig wie ich. Verwende ihn mit. Oh, cool. Jetzt habe ich meinen Schwern an. Oh yeah. Was ich was? Def Inks sind Konferenzen mit Lakaien im Bild. Verliere nicht den Kopf, probiere Kombos wie. Okay. Hast du gesehen? Das war verrückt. Mumme? Geil. Ach na, na, ist nur ein Fluch. Ach, so Mist, du bist verletzt, Chef. Sie, ein Teil deiner ATP ist grau geworden. Keine gute Sorge, Harriet nimmt diese Anime. Okay. Springschwebe, gut. Anima, blaue Anime sind Aufladen vom Lebens. Aufladen 15% der TP, Ben, halb, halb, goldene Anime, sie senden nur. Okay. So. Doch wenn deine Metapher. Okay, ein goldener Anime heilt deinen Fall zum und stellt deine Ben-TP wieder her. Ziemlich okay. Oh yeah. Fantastisch, Boss, du bist in Topform, gut gemacht. Lass uns allerdings nicht vergessen, dass. Dass nun meine Freunde trainiert hast. Sie haben sich zurückgehalten, weil sie mit meinen Kaffee schulden. Weil sie mir einen Kaffee schulden. Jetzt wird's ernst, nicht den Kopf verlieren, verstanden? Ja, ist sehr gut. Nächstes Mal überspringen wir das Tutorial, den Himmel sei Dank. Ja, haha, gib alles, Boss. So. Und der Hammer. Mörder. Wie haben die mich jetzt schon wieder getroffen?
Grafik ist jetzt ganz toll. Es ist echt knuffig gezeichnet im knuffigen Stil. Und dann war so lustig. Zack. Genau. Greif an, während du angegriffen wirst. Chillig. Mit euren Fernkampf angriffen. Kurzer Kaffee. Geil. Ich dachte, ich nehme das auf mit normalen. Das ist ein Buch. Ach, du willst mich angreifen? Ich dachte, du wirst. Ich dachte, du wirst mein Buch, mit was, womit ich die Seelen gesammelt habe am Anfang der Sequenz. Ah ne, du bist ja, das Buch ist ja hinter mir. Okay. So, die nächste Etage. Gut. Ah nein, nicht Henrietta. Oder Harriet. Vergiss nicht, Chef. Jede Waffe. Vergiss nicht, Chef. Jede Waffe oder Zauber hat ein anderer Sache. L2. Und Quadrat oder Dreieck oder Kreis. Und bam, so holst du die ganz großen Geschütze. Hör auf, alles wiederholen, Harriet. Es ist mir wirklich, es geht mir wirklich auf die Nerven. Ich war im Tutorial, klar. Ja, ja, das. Das sagst du aber, du hörst nicht immer zu. Ausgeschalten. Ausgetrickst. Hey. Zack. Ich will doch nur hier runter. Tür zerstören. Und dann weiter. Nein. Hier ist noch irgendwas. Sehr schön. Scheiß Bücher. Oh, sehr schön. So, zack. Ist, wenn es sowieso seine Mitarbeiter sind, warum greifen sie ihn dann ihren Chef an? Hey, Mother! So süß! Oh. Oh, Sir, ist endlich aus deinem Büro raus. Die Arbeit mit der Film geht weiter mit oder ohne dich. Ich werde dir meine Meinung darüber ersparen. Deine Abwesenheit hat die Plagegeister nicht aufgehalten. Wir haben alle eine Fall zu tun. Frücher zum Beispiel, wenn du dich erinnerst. Angriff auf die Mitarbeiter kostet die Firma Geld. Lakaien auch. Flücher können dabei helfen. Hier. Verschiebt eine Axt. Erhalte 15, plus 15. Ursachen plus 4 Schaden. Hm. Ich gehe erstmal aufnehmen. Eine einfache Formalität. Sehr schön. So. Okay, ab zum Seelenmarktdepot. Jetzt fehlt einfach nur noch diese gute. Oh ja, da ist die gute Fahrstuhlmucke. Authentisch das ist. Ich finde das so cool mit den ganzen kleinen Teils und so. Wenn man so auf den Background achtet, sieht mehr so. Sieht einfach aus, als würde man, wäre man in irgendeinem Untergrund oder so. Nicht wirklich in der Unterwelt, sondern einfach in einem Untergrund oder so. Oder halt in der so eine Art Zerrwelt, Parallelwelt, die. Wo alles grau ist und die Zeit anders fungiert. Mich mit irgendwas anzuspucken.
Frage ist, ob man auch irgendwie blocken kann. Und geschafft. Leben kommt zu mir. Zack. Ich liebe meinen Umfang mit dem Hammer. Yeah. Diese Blends finde ich auch cool. Zack. Bisschen Geld. Beim Markenzeichen. Und weiter geht's. Luxuriöse Animatik-Boote. Ui. Die Fahrstuhlmucke. Nein, nicht Harriet schon wieder. Aufgepasst, Boss. Action-Reaktion. Ich bin's wieder. Oh, Harriet, ich dachte, ich wäre dich los. Guck nicht so niedergeschlagen, Chef. Du wirst lieben, was ich dir zu erzählen habe. Du hast ja eine goldene Anima verdient. Fantastisch. Ja, ich weiß, was goldene Anima ist. Geben dir eine reine Heilung. Serienverletzung und ständig alte TP wieder her. Bla, bla. Ja, doch, wusstest du aber auch, wenn du schon drei blaue Anima hast, dass du zunächst die goldene Funktionieren wird? Profite. Naja, Quatsch, falscher. Profi-Tipp, Chef. Ein kurzes Drücken auf L1, um dein blaues zu verbrauchen. Ein langes Drücken, um ein goldenes zu verbrauchen. Beide gefügig und stark. Ha. So, und die Fahrstühle kann ich nicht nutzen. Warum auch nicht? So, gib kaputt durch. Niemand braucht dich. So. Hör auf, mich anzuspucken. Ich frag mich, ist das Grüne auch mein Leben oder nicht? Wenn schon das Graue mein Leben ist, dann ist das Grüne wahrscheinlich vielleicht auch mal. Oh yeah, ich hab's geschafft. Ne, das ist Mana. Okay. Komisch, dass Mana hier grün ist. Money, money, money für mich, für den Tod. Money, money, money. Yeah. So. Du hast doch keine Augen, also woher musst du für sich damit gehen? Obwohl, ja, Gehör haben die ja. Nee, Gehör können die auch nicht haben. Ohne Kopf haben die auch kein Gehör. Ja, also, dann brauchen wir nicht zu kommen. Nein, safe. Ein goldenes Handwerk? Und die nächste Etage. Ah. Abteilung für wieder. Ich gehe mal ins Ausrüstungslager. Klingt irgendwie spannender. Ja. Ich bin immer noch komplett. Ja, der Tod. So ein bisschen Leben wieder da. Hat mir dieses Buch gerade so viel Schaden gemacht. So. Zack. Der
Tod hat euch geholt. Die Frage ist, warum macht ihr das? Sind gerade auch so sind gerade verrückt geworden in der Klammer. So. Und hoch. Ja. Feuerfall. Verschiedene Bomben in einem Feuerfall. Okay. Flüche, okay. Effekt, 1 von 3, 2 von 3, 3 von 3. Stele, Anima, Seelenmarkt, Fluchenhörhof, kurzer. Gegner, Mitarbeiter, Begräbniswaffe, Hämmerli, Feuerpfeil. Doch nichts Brauchbares. Ab in den Laden. War ich jetzt eigentlich hoch oder runter? Das erkenne ich bei dem nicht. Ich kann keine Waffe. Oh, jetzt ich wieder zu sehen, Boss. Sie haben da oben einen schrecklichen Unterordnung angerichtet, nicht wahr? Braucht ganz schön Mut, das muss ich sagen. Ja, rum. Vielleicht möchtest du ablenken, meine Waren bestimmen. Laden aufwerten, statt einen zusätzlichen Stückplatz für deinen Laden frei. Und einen schönen Urlaub, größeres Geschenk, das du dir schon lange gewünscht. So. Gut, dann muss ich jetzt erstmal. Ja, dir auch einen guten Tag, Claude. Hör mal bitte, ich meine demütigste Entschuldigung. Ich wüsste nicht, dass die Tutorial-Prozedur geändert wurde. Es war erniedrigend für mich. Ja, Mann, ja. Ja. Ja, aber ich bin mir sicher, ein Tonanzug und die beste Lösung. Allerdings ist es sehr gut, dass du das mit Humor nimmst. Sicherheitsdienste Top Brad. Bin ich jetzt endlich mal auch mal raus aus der Corporation. Chef, von deinem Interview mit Brad musst du mir zuhören. Es ist sehr wichtig. Dir ist sicher aufgefallen, dass du bei deiner Eliminierung bestimmte Lakaien einer Anima-Gruppe aufsammelt hast, oder? Ja, Animas heilen meine Verletzung, bla bla bla. Ich bin nicht komplett sane. Hey, verstehe mich nicht falsch. Wir haben hier nur einen Grund lang durch. Wie schon gesagt, Animas heilen deine Verletzungen und Verletzungen sind der ausgegraute Teil deiner TP. Alles klar, soweit? Danke, Harold. Ich hab's kapiert. Ich komme auch drauf. Wie du möchtest, jetzt bist du dran, Chef. Schon, ich habe ja noch meinen schnellen Ding. Was ist alles hier passiert, Brad? Wo kommen all diese Seelen her? Was geht dich das an? Wer bist du überhaupt mit deinem vermummten Gesicht? Ah ja, klar. Ja, moin, was hast du denn hier für eine... Das ist wirklich... Scheiße, Burnout. Oh, ein Papierkram. Man kann... Okay, man kann...
So Level? Okay, das ist gut zu wissen. Also jetzt alles von vorne machen, oder wie? Hm. Oh, was, so Boris? Ich bin so froh, dich zu sehen. Und du hast dein Buch dabei, ist es nicht hinreißend? Was ist das, dein Buch? Alles für dich aufschreibt, drücke einfach. Und das war's. Es ist wirklich sehr süß, aber mir gefällt nicht, wie es mich ansieht. Okay. So. Komm schon, Jay, einfach auf eine Skala von 0 bis 5. Vielleicht für so. Ich würde sagen, eine lauwarme Zeit von 5 oder so. Vielleicht ein angenehmer warmer 3. Dann lass uns die Thermometer auf 10 aufdrehen. Lass. Los, lass uns dein brandneues Gewichtszimmer betreten. Warum führst du dich uns nicht herum? Ey, ganz ruhig, du hast meine alte Folterkammer in der Finsternisstudie umgebaut. Denkst du nicht, dass das ein bisschen zu weit geht? Ach, Chef, dieser neue Raum ist dafür auch gedacht, mit deiner Investition in Ausrüstung zu trainieren. Sondern wenn du eine Sense. Umhangs davor deinen Zauber von Joe kaufst, kannst du das auch gleich an meinen Assistenten testen. Tada! Clodi! Hm. Ach. Kasekunai, Doppelschwert, Wurfspeer, Feuerbogen. So. Ja, richtig. Und deine. Was denn? Ah, keine Sorge, diesmal ist alles einfach frei. Claude hat zugeschrieben, dein Trainingspartner zu sein. Ich habe ihn gegen deinen Angriff gestehen. Das war sein freien Lauf. Aber bleib 100% bei der Firma. 100% Disco. Das Spiel mit einer einfachen Anima. Schalt auf, Fläche mit Bluten frei. Okay. Wie viele Level gibt es? 20. Okay. Also da brauche ich ja gar nicht durchzugehen. Hab ja nichts gefunden. Was? Guten Morgen oder Abend, egal, nicht wichtig. Die Plagegeister sind außer Kontrolle. Die Quoten sind astronomisch. Sehr spannend, die Anzeige nach so etwas. Entscheidend, bevor die Löffel abgeben. Oh, wie geht's, Familie? Was macht das Leben? Hm. Warte, was ist das? Überraschung ist das hier auch, Sir. Ich freue mich ankündigen, dass Mrs. Muriel, die Erfüchtige, an einer Serie fand eine Bildserie arbeitet. Komm schon. Und da hat Muriel irgendwas Informatives über die Arbeit gesagt. Ah ja, natürlich, Mr. CEO, jetzt mal ist das Thema die Last der. Schau mal, wurde sie Burnout inspiriert. Wie schwieriger ist das so? Hallo? Das epischer und respektiver wird deine harte Arbeit, werden ihre Kreationen, das ist zusammen der brachte Kontrast zwischen der Fülle des Altars und der Einheit des kurzen Klebens. Faszinierend. Chef, nun bin ich so froh, dich wiederzusehen. Ja, ja, es ist schön, Austausch zu tauschen. Überspringen wir das geplant, ja? In der Einstellung mit Punkt B66 darfst du Fahrstuhl nicht betreten, bis du kein Formular hast. Mann, ist dein Gesicht, Regeln sind Regeln. Also los.
Töte 30 Gegner in unter 20 Minuten. Joes neues Zeug. Verblieben erleiden 20 Schaden. Ich werde dich noch einmal den Pump, also. Okay, plus sagen alle. Okay, das sind nicht. Dieser hinterhältige angefangen. Meine Güte. Aber ich hab nicht mehr mein Hammerle. Schade. Kein Hammerle für mich.